Ganz kurz Hintergrund von Kia ist, wir sind ein relativ großer Wiki-Host, also einer mit der größten, denke ich mal. Grundsätzlich ist so, wenn ich hier erstellen will, kann das halt bei uns machen, klickt ein Knöpfchen, gibt einen Namen an und kann dann beliebig über ein Thema, was ihn interessiert, was schreiben. Und das funktioniert halt so, dass wir werbefinanziert sind. Das heißt, wir können dann in dem Video irgendwas machen, euren Freunden den Link geben, entsprechend die Sachen bearbeiten und wir verdienen dann Geld, dadurch, dass wir von der Werbung von Anzeigen ganz knapp runtergebrochen. Grundsätzlich ist es so, dass man halt eigentlich zu jedem Thema irgendwas erstellen kann, aber bei uns ist es halt so, dass wir fast nur Gaming- und Entertainment-Themen haben. Das heißt, typischerweise achten wir auf Videospiele, dass Leute Warcraft wirklich kennen, vielleicht der eine oder andere ist das größte. Nach der Wikipedia sein, ja, keine Ahnung, irgendwelche Kinofilme. Deswegen ist das Thema guten Klack und Politik und Wissenschaft eigentlich eher nicht so unseres, das halt eher zufällig dazu gekommen ist. Ja, wie ist es dazu gekommen? Also, guten Klack haben irgendwie alle so ein bisschen was mitbekriegt, war ja auch echt schwierig, das zu verpassen in den Medien. Grundsätzlich ist es so gelaufen, dass sich ein Rechtsprofessor die Arbeit, die Dissertation von Herrn zu Gutenberg genommen hat, sich angeschaut hat, einige sehr seltsame Sachen festgestellt hat und darüber einen relativ kleinen Artikel publiziert hat. Das ist jetzt knapp irgendwie 2 Monate her. Und daraufhin haben das verschiedene Blogger aufgegriffen und haben relativ schnell sehr viele andere Fundstellen gefunden. Und es gab dann jemanden, der sich dafür interessiert hat für das Thema, das ist ebenfalls ein Doktorand, der anonym bleiben möchte, und der hat sich gesagt, das macht keinen Sinn, dass wir so irgendwie alle in Blogs irgendwelche Sachen sammeln und jeder so ein bisschen was sammelt, sondern wir müssen das irgendwie zusammenführen. Und der hat das Ganze zuerst auf dem Google Doc gemacht. Das Problem ist, dass das Ganze nicht skaliert hat, das heißt, Google Docs können maximal 100 Leute gleichzeitig bearbeiten, und das war ein bisschen wenig, weil halt großes Interesse da war. Daraufhin hat er sich halt gesagt, nach einem Tag, das funktioniert noch nicht, hat sie den gesamten Kram, den sie bisher schon gesammelt hatten, in Google Doc genommen und bei uns in Wiki gekippt. Warum bei uns? Weil er vorher schon ein Gaming-Wiki von uns kannte und es für ihn die einfachste Möglichkeit war, ein Wiki zu erstellen. Wie gesagt, unsere Wiki sind eigentlich auf die Zielgruppe Gamer und Entertainment-Sachen ausgerichtet und nicht unbedingt gerade darauf, um wissenschaftlich zu arbeiten. Das heißt, ich hatte am gleichen Tag noch relativ schnell festgestellt, dass es da ziemlich viele Zugriff drauf gab, hatte ihn dann angesprochen, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Daraufhin hat er sich dann gemeldet, wir haben dann Skype-Chat-Raum aufgemacht, den wir dann auch mehrere Wochen laufen hatten, und haben einfach verschiedene Sachen gemacht, die einfach für das Ziel, was wir halt hatten, sinnvoll waren. Eine typische Sache, die wir beispielsweise gemacht haben, wenn ich jetzt nicht gerade hier umzwischen, ist, wir haben unter jedem Wiki-Artikel beispielsweise die Möglichkeit eingefügt, Kommentare zu posten, was einfach sehr hilfreich war, weil gerade bei diesem Thema super viele Leute ihre Meinung loswerden wollten. Die waren nicht immer sonderlich qualifiziert und wir wollten die Leute eigentlich nicht das Wiki editieren lassen, weil das schon eher wissenschaftlich angehaucht war. Und diese Kommentare haben halt einfach die Möglichkeit gegeben, dass die Leute ihre Meinung unterschreiben konnten, es nicht direkt im Content war, das war schon ganz praktisch. Das war so ein Beispiel. Viele andere Funktionen, die wir eigentlich haben, um Leute dazu motivieren, Bilder hochzuladen oder sowas, die haben wir dann rausgenommen, weil es da einfach nicht so gepasst hat. Ja, relativ schnell haben sich dann auch Strukturen gebildet, wie die Community untereinander gearbeitet hat. Eine ganz typische Sache war halt, grundsätzlich fand ich, wie bei den Wikis immer natürlich hier das Schweigen, aber wenn ganz viele Leute an einem Thema zusammenarbeiten, das ist ein Wiki super, aber irgendwie muss es ganz halt koordiniert werden. Und das geht in kleinen Wikis hervorragend auf den Personenseiten. In größeren Wikis, wo tatsächlich im Minutentakt sehr viel passiert, ist das relativ schwierig. Deswegen hatten wir dann relativ schnell einen IRC-Chat eingerichtet. Da waren so in den ersten 2 Wochen immer so, ja, also mindestens 100 Leute drin, 100, 120 Leute, ja, was heißt Leute, inklusive Bots, ne? Also, 100 bis 120. Teilnehmer sind ja schön, menschlich oder auch nicht, die meisten wahrscheinlich schon menschlich. Und das war eine Anlaufstelle für alle möglichen Leute, von den Leuten, die mithelfen wollten, Journalisten, das ist alles Mögliche. Das ist das, was ich vielleicht am ehesten noch so als Schwarm bezeichnen würde, ich bin kein großer Freund von dieser Schwarmintelligenz. Hauptsächlich kann man aber sagen, dass es aktive Nutzer gab, das waren vielleicht so 30, 40 aktiv, heißt, dass die tatsächlich mehrere Stunden am Tag reingesteckt haben, und dann gab es noch die Leute, die mehr oder weniger dann
richtungsweisende Sachen beschlossen haben, aber nicht wirklich so diktatorisch, sondern im Großen und Ganzen schon natürlich basierend auf den Willen der Community. Aber da gibt es vielleicht so maximal 10 Leute sein, die tatsächlich dann gesagt haben, wir machen jetzt einen Zwischenbericht oder ähnliche Sachen. Vorgehensweise war dann relativ einzige, der sich beteiligen wollte. Es gab diese Digitalfassung halt im Zugriff. Und ja, dann musste man einfach nur noch danach googeln. Das hat alle relativ überrascht. Am Anfang musste man sich tatsächlich nur eine beliebige Seite rausgreifen, danach googeln und dann fand man was. Also das hat tatsächlich alle sehr überrascht. Ein paar schöne Fundstellen, die drin sind, ist eine Hausarbeit vom Erstsemester. Also das sind alles Sachen, die übernommen worden sind, komplett ohne Quellenangabe. Webseite der US-Botschaft fand ich noch sehr schön. Und weil ja viele dachten, es wären nur irgendwelche kleinen Sachen oder irgendwelche Fußnoten nicht gesetzt. Nein, das sind halt seitenweise Sachen komplett durch 1:1 übernommen. Und ja, immer. Entschuldigung, ich habe keine Zeit. Genau, ich bleibe gerade gelaufen. Also, tun wir es vergeben lassen, das Vorgehen genau. Hast du es richtig verstanden? Das PDF habe ich auch gesucht und dann irgendwo über Scribe, glaube ich, dann gefunden. Aber da war das eingescannt, da konnte man keinen Text. Es gab so viele Möglichkeiten. Also, man musste den Text abtippen und dann Semikolon vom Wort. Ja, also auch durchaus Sachen, die chronosphärisch überlaufen ist, die du als Text bekommen hast. Also das wäre eine Möglichkeit, in den Chat zu gehen, da hätten die Leute, die dann entsprechenden Link gegeben. Schöner Punkt ist auch halt, dass über 10% vom wissenschaftlichen Dienst sind, das heißt, von euren Steuergeldern bezahlt, ist nett. Das will ich gerade ganz kurz zeigen, das ist eigentlich der schöne Lambert. Wenn ich bin, ja, das ist ein das war halt so dieser Barcode, der sich so gebildet hatte, im Lauf der Zeit, weiße Zeit, es wurde kein Plagiat auf dieser Seite gefunden, schwarz ist nur ein Plagiat gefunden. Rot ist auf dieser Seite sind mehr als ein Plagiat, oder beziehungsweise sind Plagiate auf mehr als einer Quelle. Es ist also am Ende nicht viel übrig geblieben. Der Stand von heute ist halt. Der Stand von heute. Das ist valide, natürlich. Das ist auch, die sind alle doppelt getestet. Der Stand von heute ist irgendwo, glaube ich, das ist halt der hier, da ist nicht mehr so richtig viel übrig geblieben. Wurde dann kritisiert, diese Angabe auf Seite ist ein Plagiat relativ unscharf. Das heißt natürlich auch, wenn er nur wenige Zeilen Plagiat ist, wurde die Seite halt eingefärbt. Deswegen haben wir es halt runtergebrochen, tatsächlich auf Zeilen. Und auch da sind halt weit über 60%, die halt plagiiert worden sind. Das ist also schon heftig. Also die Leute suchen natürlich halt immer weitere Sachen, nur ein paar Zahlen, das heißt wir haben irgendwie am zweiten Tag 2 Millionen Patches gehabt, das ist wirklich viel. Im Vergleich, das komplette Tier hatte am Tag ungefähr 40 Millionen im Schnitt. Und das merkt man dann halt schon. Das ist halt blöd, wenn man sowas selbst postet, nicht dass ich 2 Millionen Versuche hat, eher schlecht. Genau, dann machen wir schnell. Ja, was halt nett war halt, bei allen Medien, beim Fernsehen, bei allen Talkshows, das hätten wir uns also nie an Werbung kaufen können, das war halt ganz nett. Ein bisschen problematisch, die Leute wollten immer die Macher interviewen, die Macher wollten aber immer anonym bleiben, das ist halt das immer so ein bisschen schwierig, ich glaube, das hat halt ein bisschen ausgeholfen. Hat mich ein bisschen gestört, dass man las mehrfach in irgendwelchen Blogs, ja, das wäre jetzt der einzige Grund, warum Gutenberg zurückgetreten ist. Das hätte das Wiki meiner Ansicht nach alleine nicht geschafft. Die Presse alleine hätte es auch nicht geschafft. Ich glaube, das ist einfach ein sehr gutes Beispiel, war, wie das Wiki und die traditionelle Presse dazu zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, dass ohne beide Sachen nicht zum Rücktritt gekommen wäre. Ich hatte auch das Presse mir nochmal angeschaut, wo die ganzen Zugriffe herkamen. Und da ist halt so in den Top 10, also ganz oben natürlich Google. Und dann waren es fast nur die großen News-Sites, Spiegel Online, Fokus, was weiß ich, was Süddeutsche in den Top 10 drin waren, auf Facebook und Twitter dann irgendwo auf Platz 45 oder sowas, also da hätte ich tatsächlich höher eingeschätzt. Ja, wie geht's weiter? Es gibt während der Suche sind halt viele andere Leute gekommen, hat gesagt, es ist ja scheiße, dass ihr immer nur für die Unmenschen euch anguckt, guckt euch mal andere Leute an. Dafür gab es dieses so ein Plagipedia-Ding gegründet, wo halt einfach Vorschläge für Sachen gesucht wurden, die man mal untersuchen sollte. Das Einzige, glaube ich, was es international gab, war dieses Live an Islam Gaddafi, dieses Wiki, das ist der Sohn von Gaddafi. Der hat halt gesagt, ja, Entschuldigung. Das war eine Diskussion vergleichen. Okay, ja.
Ja, also es gab halt so eine Sache, weil international, was momentan aktuell ist, dieses Veronika-Wiki, das ist die Tochter vom Stoiber, die Veronika sagt, da sind es mehr als 30% der Seiten Plagiate gefunden worden. Und ganz neu ist dieser Matthias Kröpfrock, das ist Mitglied im Landtag in Baden-Württemberg. Aber da gibt es sicherlich noch viel mehr, die man untersuchen könnte. Und das Problem ist halt eher, es kam halt immer die Frage, kann man das weiter treiben? Kann man sich irgendwie alle Sachen angucken? Und das funktioniert nicht so einfach. Gerade dieses Gutenberg-Bücher hat natürlich ein extrem großes Momentum gehabt. Man hat sehr viele Leute gehabt, die sehr interessiert dran waren. Man sieht schon hier bei den Folge-Wikis, wie dem Roni-Plug, dass es da schon viel langsamer geht. Und grundsätzlich ist das natürlich eine Möglichkeit, solche Sachen anzusuchen und zu untersuchen. Es skaliert aber auch nicht, glaube ich. Denke ich. Das war's.